Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Super Mario Bros. The Invaders of Mushroom Kingdom. So, in der letzten Folge haben wir Welt 1 abgeschlossen, nachdem ich mich echt bei dem Baum zu dämlich angestellt habe. Ja. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wo uns die Röhre hinbringt. Zu Welt 2, würde ich sagen. Dann auf geht's, Welt 2. What the fuck? Also hier wird irgendwie komplett neue Musik verwendet, die ich noch nicht kenne. Gefällt mir. Ah, ich muss jetzt nochmal echt saublöd fragen, ey. Habe ich irgendwas in der Hacking-Community verpasst oder seitdem... Also ich bin der Meinung, das ist MP3-Qualität hier. Also okay, das jetzt nicht, aber das im letzten Level jetzt gerade. Bin ich der Meinung, dass es MP3-Qualität war. Vielleicht kann mich ja mal einer, der ein bisschen aktiver in der Community ist, dort mal aufklären. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Ja, das ist doch mal... Was? Moment. Ich bin doch eben gerade von der Wand abgesprungen. Da habe ich wahrscheinlich genau diesen einen Pixel getroffen. Nee, die Münze will ich haben. Aber generell sind die Level, glaube ich, sehr kurz gehalten, habe ich das Gefühl. Ich meine, mich stört es jetzt nicht, ja. Also lieber, als dass du so Levels in der Länge von Item Abuse hast. Ne, also stören tut mich das jetzt überhaupt nicht. So, World 2-2. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, das wäre... Boah. Aufstoßen. Ich habe jetzt gerade echt gedacht, das wäre ein Lied aus Tetris gewesen, vom Anfang her. Ich glaube, muss von unten da rein, okay. Das ist jetzt natürlich nicht so cool. Könnte das Wasser bitte wieder steigen? Dankeschön. Ja, ich würde gerne runter wieder. Dankeschön. Ich fand die Musik jetzt aber irgendwie aus der ersten Welt ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Gedudel geht mir jetzt schon auf den Senkel. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht erreichen, aber okay. Das Level-Design ist wirklich sehr gelungen, wirklich. Also gefällt mir nur hier die Musikauswahl. Mir persönlich gefällt es nicht. Aber gut, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier jetzt auch noch gleich den Schlüssel herkriegen. Ja, ich hab's doch gewusst. So. Das ganze Spektakel war doch irgendwo da hinten, genau. Also gib mal wieder ein Secret Exit. Oder so. Das wird wahrscheinlich uns jetzt zu Welt 9-2 bringen, ne? Genau. Das machen wir dann bekanntlich dann später. Also ich glaube, in jedem zweiten Level von jeder Welt gibt es ein Secret Exit, was uns dann zur Welt 9 bringt. So würde ich das jetzt zumindest mal vermuten. Dann
nehmen wir uns die Blume aber noch mit. Die brauche ich nämlich. So, dann fahren wir weiter und weiter, weiter. Ah. Ich glaube, langsam bin ich wieder reingekommen in das Spiel. Na, ich glaube, da haben wir schon das Ende erreicht. Ich würde mal wirklich jetzt gerne wissen, ist das echt normal? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es kotzt mich an. So, Welt 2-3. Ja, dann auf geht's. Das hört sich jetzt so ein bisschen an aus Donkey Kong Country. Ein Glück habe ich eine Feuerblume. Das macht es erheblich leichter. Oh, die Scheißviecher habe ich überhaupt nicht vermisst. So, wo geht's da hin? Ah. Gibt eine Münze, okay. Noch was? Nö. Gut. Dann direkt weiter ohne großen Kommentar. Natürlich gehört zu einem guten Romhack auch ein Unterwasserlevel, was sich wahrscheinlich wieder total in den Wahnsinn treibt. Was zum Teufel? Ist das geil. Da-dam, 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 da-dam. Ist das ein Remix, ne? Blöde Frage, natürlich ist das ein Remix. Ich hoffe doch, dass ich jetzt nicht die eine Münze verpasst habe. Ich hoffe doch, dass sie noch kommt. Weil ich glaube, die war da oben, ne? Ja, schon wieder. Und tschüss. So, Welt 2-4. Oh, sehr schön, schon wieder die Musik. Oh Gott, diese Charging Chucks, ich habe sie nicht vermisst. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah. Wow. Und schau. Uah. Sag mal, was ist denn das hier für ein Laden? Oh, meine lieben Freunde, die Swamps. Euch habe ich auch nicht vermisst. Komm. Den P-Switch nehmen wir mal mit. Ich bin der Meinung, wir müssen ihn irgendwo hinbringen. Ah, habe ich doch gewusst. Oder wir nehmen den oberen Weg. Dann warten wir mal ab. Ah, okay. Gut. I see, I see. Thank you.
Ach, egal, scheiß drauf. Also ganz drauf scheißen will ich dann auch nicht. Ach, schade. Menno! Und rein da. Oh, was kommt jetzt? Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Einfach nur ausweichen, oder? Ah. Scheiße! Aber wenigstens bei dem Gegner weiß ich, was ich machen muss. Immerhin, bei dem wusste ich, was ich zu tun habe. Und los geht's. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendeinen Boss zu haben und du hast keine Peilung, was du zu tun hast, ne? Bestes Beispiel, letzte Folge, ja, im letzten Video. Ich wusste echt nicht, wie ich diesen scheiß Baum besiegen soll. Und ich glaube, jeder andere wäre erstmal auf den Apfel gesprungen, bevor er auf die Idee gekommen ist, einfach nur sich an den Baum zu stellen. Ja, so funktioniert es auch nicht. So, komm. Ja, das war Genius, Mario. Ah, geschafft. Gut. Das war jetzt eigentlich relativ, ja, einfach. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie gesagt, wenigstens habe ich verstanden, was ich bei dem Boss machen sollte. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, das war's. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao, ciao.